Was geht ab, Freunde? Wir machen direkt weiter mit der nächsten Reaction für heute. Und zwar kommen wir nach circa, ich würde sagen, gefühlt einem Jahr zu einem neuen Song von Data Love. Also ich kann mich zumindest noch dran erinnern, dass wir damals vor ungefähr einem Jahr den Song Bentley von ihm hatten. Ja, lange Zeit war es ruhig und jetzt ist er halt wieder zurück mit einem neuen Song, eventuell mit einem neuen Album. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir labern wie immer nicht lange drum herum. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Ansonsten kam gerade schon ein Video online zu dem Song, nee, dazu noch nicht, dazu auch noch nicht, dazu auch noch nicht, hier, genau, Mixu McCloud, frag mich nicht, Chamule, Nimo, könnt ihr gerne abchecken und jetzt machen wir damit weiter, ja, ohne Musikvideo leider, wie man schon erkennen kann, tja, was will man machen, let's go. Zum Luxus trage meine Chains und fahre jetzt im Fastcars. Ja, die Leute sind am Haten, lass sie haten, mir egal, ich bin jetzt next up. Früher war ich broke, hatte kein Money mehr, doch nein, ich denke nicht an gestern. Schade, ja, ich will jetzt Money, 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 schade, ja. Okay, ich merke direkt schon mal am Beat. Ist eigentlich noch genau das, was man so von ihm kennt oder wie es halt damals von ihm waren, die Songs so. Habe ich mich auch gefragt. Macht er jetzt oder hat er irgendwie einen neuen Stil entwickelt? Macht er wieder das in der Richtung, wie er es damals gemacht hat? So, erster Eindruck auf jeden Fall, klingt alles wie damals. Auch die Stimme, alles noch so beim Alten, sag ich mal. Aber ist sehr lange mit diesem Filter die Stimme. Ich dachte, das vielleicht ganz kurz so beim Intro und dann kommt die Hook halt ganz normal so. Wird wahrscheinlich trotzdem so sein, aber ja, auf jeden Fall fällt mir auf, relativ lange mit dem Filter hier. Okay, es scheint sogar zu bleiben. Ja, ich würde sagen, wir warten trotzdem mal ab. Dann sage ich lieber gleich was dazu. Also ich muss sagen, an sich vom Beat her klingt's nice. Wir können ganz schnell noch schauen, wer den überhaupt produziert hat hier. Steht nämlich ja auch nicht in der Beschreibung. Okay, sehr gut. Ja, wie gesagt, so an sich vom Song her jetzt finde ich, für die Leute, die es damals gefeiert haben, die werden es wahrscheinlich hier auch feiern. Ich fand die Songs von ihm eigentlich immer ziemlich stabil. Deswegen auch in dem Fall kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Außer halt bei der Stimme, beim Mix. Ne? Man kennt das am Anfang beim Song so, beim Intro vom Beat, dass sowas drinnen ist. So die Hälfte der Hook oder die Hook halt an sich schon mal. Dann kommt quasi der Drop und dann kommt halt die richtige Hook. Und dann ist der Filter halt normalerweise weg. Wundert mich, dass der hier die ganze Zeit drauf bleibt. Das Ding ist, ich verstehe halt nicht, warum, weil dadurch klingt die Stimme relativ leise, die Stimme klingt so, als wäre die irgendwie voll im Beat drinnen. Das, finde ich, klingt halt nicht so clean, nicht so angenehm irgendwie. Wird natürlich bei Spotify auch nicht anders sein. Also, ja, wie gesagt, das ist so das Einzige, was mich einfach wundert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber an sich soweit, wie gesagt, klingt's ja nicht schlecht. Gerade halt auch, finde ich, in den Parts, also natürlich, wenn das jetzt nur in der Hook so wäre, wäre es auch schon irgendwie komisch, natürlich. Aber gerade halt auch in den Parts ist halt wirklich sehr leise dadurch und so mega im Beat drinnen. Gerade beim Part, wo man ja auch verstehen will, was er hier erzählen möchte, da finde ich, wäre das schon ganz cool, wenn das halt nicht so leise einfach wäre, ne? Könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr dazu sagt. Der Song würde mir, wenn das halt nicht so wäre, würde mir noch besser gefallen auf jeden Fall. Ich bin euch immer ganz ehrlich so, das wäre für mich vielleicht so ein Punkt, warum ich den Song nicht unbedingt mir nochmal anhören würde, auch wenn ich ihn an sich cool finde, ne? Aber das ist halt so das, was mir vom Sound her, vom Soundbild her nicht so gut gefällt. Ja, meine Chain kommt.
Okay, das war eine geile Line. So viel Eis, McFlurry. Nice. Okay, so viel dazu. Song ist quasi zu Ende. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, bei UFO wurde eigentlich nie was gesperrt. Aber ich würde sagen, trotzdem machen wir hier an der Stelle einen Cut. Nicht, dass es dann doch noch gesperrt wird. Ihr wisst Bescheid. Ja, wir lassen natürlich trotzdem einen Like da. Die Bewertungen sind bis jetzt auch ganz gut. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Sache, die keinen stören wird, außer vielleicht mich wieder. Keine Ahnung, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Kommentiert es mir gerne. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert auch gerne natürlich die Glocke, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wahrscheinlich mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.